Die Post hat geklingelt und mir ein Paket gebracht. Ja, das heißt Unboxing. Ja, was es damit auf sich hat, seht ihr gleich. Das Paket stammt vom lieben Manuel von Sammlerschutzhüllen und ja, wir haben irgendwie ein bisschen ausgetauscht und irgendwie, er hat Sachen für mich zurückgelegt und gedealt und naja, er kriegt noch Sachen von mir, das muss ich noch fertig machen, das Paket. Im Endeffekt habe ich komplett vergessen, was da alles drin ist. Eine Sache sollte jetzt aktuell noch drin sein, die er von Mediamarkt erworben hat, wo mein Bruder Pech hatte. Ja, aber mir weiß ich eigentlich nicht, was da drin ist. Da soll noch eine Überraschung drin sein. Ich soll sehr vorsichtig sein, wenn ich das jetzt aufmache. Ja, also lasse ich mich überraschen. Und ich dachte mir, deswegen nehme ich es doch gleich auf. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da alles drin ist. Wir haben in letzter Zeit über so viele Sachen gesprochen. Auch über meine Leidenschaft, gerade Computerspiel-Promos von Konsolen zu sammeln. Und auch Merchandise und so weiter, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe und so weiter und so fort. Ja, und so kommt immer eins zum anderen. Er sagte, kommt immer eins zum anderen und ich habe vergessen, was drin ist. So, es hat geregnet draußen. Zum Glück ist das Paket trocken geblieben, auch wenn es so ein paar Ditscher hier oben gekriegt hat. Aber alles scheint glimpflich gewesen zu sein. So, ganz vorsichtig schneide ich es jetzt oben auf. Jo. So, Messer erstmal zur Seite. Und ganz vorsichtig, hier ist etwas in einem Umschlag. Das lege ich hier zur Seite. Und hier ist etwas in einem Umschlag. Das lege ich auch zur Seite. Hier ist Verpackungsmaterial, das schmeiße ich zur Seite. Weiteres Verpackungsmaterial schmeiße ich auch zur Seite. Ja, und hier ist die Figur, über die wir gesprochen haben, die eben halt... Ja, ja, zeige ich euch gleich, denn hier ist noch ein Paket drin, also schwer, ich habe nicht mehr vergessen, was drin ist, Paket brauchen wir nicht mehr. So, das erste, ich kann es euch zeigen, bei Mediamarkt Saturn haben die online eine ganze Menge an Amiibos runtergesetzt und da hat mein Bruder auch versucht zuzuschlagen, hat auch zugeschlagen bei ein paar, aber bei dem ist er leer ausgegangen. Ja, der war schneller weg, als er drücken konnte auf den Button seiner Tastatur. Ja, und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier seht ihr ihn, Bowser im Hochzeitsanzug aus Mario, ja, Super Mario Odyssey. Richtig schöne Figur, die ist richtig detailliert. Richtig genial. Richtig cool. Wahnsinn. Ja, und jetzt habe ich hier Sachen, wovon ich vergessen habe, was es alles ist. Das sieht nach CDs aus, das ist, und das ist eine Überraschung, ja. Womit fange ich an? Es macht Spaß, auspacken, ne? Alles eingepackt. Ich weiß, dann muss ich auch für dich, Manuel, wenn ich jetzt packe, alles einzeln einpacken, damit du deine Spannung hast. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, richtig cool. Richtig cool. Ich bin ja auch am Steelbook-Fan. Hier haben wir das Original, The Ring. Ist das ja cool. Das japanische Original, noch original verschweißt, im Steelbook. Und hat so ein leichtes, so ein Lenticular-Holo-Cover. Richtig cool. Das Original. Star-Metallpack mit 3D-Bild. Ja, richtig cool. Hoffentlich kann man so sehen. Ist ja mega, mega. Wahnsinn. So, und jetzt habe ich hier noch Sachen. Und mal sehen, was wir da jetzt hatten. Wie gesagt, ich habe es völlig vergessen. Das ist auch eine nette Überraschung. Vielen Dank, Manuel. Und ja, hier geht es dann gleich weiter. Und zwar, ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen mit dem Hörbuch oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie erinnere ich mich. Isaac Asimov, geliebter Roboter. Hier, das Hörbuch. Das Cover ähnelt ein bisschen dem Film. Der Film wurde mit Robin Williams verfilmt und ich, na,
noch andere Bekannte unter dem Titel Der 200-Jahre-Mann. Richtig schöner Film, sehr emotional. Und ja, Isaac Asimov ist ja ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor gewesen mit richtig guten Geschichten. Also er hat die Robotergesetze erfunden, sagt man, kann man so sagen. Und sind dadurch ja viele Filme irgendwo auch entstanden, wie zum Beispiel I, Robot, basiert eben halt auf einem seiner Kurzgeschichten. Die Foundation-Trilogie oder die Foundation-Verfilmung gerade ist auch nach seinem Roman nicht schlecht. Ja, und noch Sealed, ne? Also hier, richtig schön. Sealed, cool, richtig cool. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich sammle, zum größten Teil. Ja, wow. So, auch erstmal weg. Promos, Computerspiel-Promos. Ich bin ja komplett eben halt in dem verfallen. Naruto to Boruto Shinobi Striker. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Die habe ich wirklich noch nicht. Cool. Und Promos sind eben halt nichts weiter als eine Disc. Ich drehe sie nur immer um, weil die ist offiziell immer so nach hinten. Da kann man das auch lesen. Gut, mache ich später. Drehe ich dann immer um. Ja, und hier haben wir auch nochmal eine Promo. Das war übrigens für PlayStation 4. Auch für PlayStation 4 One Piece World Seeker. Ich bin ja auch ein riesen One Piece Fan. Und hier haben wir auch nochmal die Disc. Richtig cool. Ich finde das richtig mega. Irgendwie seltsam, wie sich so leicht Staub da reinzieht, obwohl die immer geschlossen sind. Wahnsinn. Ja, Promos gibt es nicht immer mit Cover, aber ich finde die mega. Richtig toll. Da freue ich mich richtig drüber. Dann als drei Fragezeichen-Fan ein Aufkleber-Set und mit Werbung hinten noch für die drei Fragezeichen-Zahnpasta und das drei Fragezeichen ja, Zahnpasta, die gab es auch mal, cool Mint. Aber hier erstmal die Sticker, drei Fragezeichen, I Love Rocket Beach. Und wir übernehmen jeden Fall, das bleibt natürlich als Aufkleber in meiner Sammlung. Hier können wir sehen, es gab das mal. Die habe ich nicht, aber ist schon cool genug, dass es das mal gab. Es gab so viel und ich habe mal ein Interview geführt mit den Sprechern. Das habe ich aber noch nicht zusammengeschnitten. Weil es war jetzt auf einer kaputten Festplatte, wo sehr viel Material leider auch verloren gegangen ist, sehr schönes. Das hat aber meine Schwester zum Glück als Sicherheitskopie und ich bin dabei, das nochmal wieder zusammenzufassen. Und da habe ich mal gefragt, wie sie das finden mit dem ganzen Merchandise. Und da haben sie sich so ein bisschen lustig gemacht, weil es so skurril ist. Zahnpasta, Zahnbürste, Duschgel von den drei Fragezeichen, dass es sowas gab. Ja, daran kann ich mich erinnern, daran mal gesprochen. Die Metal Gear Solid 2 Promo. Ja, die hat er mir überlassen, die hat er doppelt, denn ich habe einen Zone of the Ender für PlayStation 2, das wird vervollständigt, denn diese Promo gehört eigentlich da rein. Das steht auch auf der, ja, es steht im Endeffekt auch auf dem, ja, auf der Hülle von der PlayStation 2. Ich werde euch das jetzt hier mal auch zeigen, das steht da eben drin, steht unten in der unteren Ecke und auf der Rückseite steht es auch, nur wer nicht weiß, dieses ist alles auf einer extra Disc, das steht da überhaupt nicht. Und die meisten haben eben halt die Disc nicht mehr dabei. Und ich hatte einmal das Pech habe sie gekauft ohne diese Disc. Ja, und jetzt kann man sie schön vervollständigen. Ja, Wahnsinn, dafür bedanke ich mich herzlich. Ja, das ist schon eine mega Sache, die ich hier habe. Ich bin richtig völlig begeistert. Wie gesagt, du kriegst von mir auch was richtig Geniales und ich habe irgendwas jetzt hier, ich keine Ahnung habe, was es ist, was er mir als Überraschung reingepackt hat. Ich versuche es hier rauszuziehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Lithograph. Also hier hinten ist erstmal ein Poster. Das finde ich auch mega. Ich stehe auf Kinoposter. Das könnt ihr auch mal sehen. Das verlinke ich mal hier. Ich habe mal Kinoposter euch gezeigt, wo ich eine ganze Menge von dem Manuel bekommen habe. Das verlinke ich mal, das Video. Deswegen weiß er, ich stehe auf Kinoposter. Und hier ist auch ein Artwork. Und hier ist ein Autogramm drauf. Da muss ich euch mal nachfragen, wer das ist. Denn dann, das werde ich euch jetzt hier einblenden, von dem, wer dieses Autogramm gegeben hat, wie der betreffende Mensch heißt. Na, Wahnsinn, da seht ihr das. Ich denke mal, dass es ein Autogramm ist. Joy
Ich muss nachfragen, aber richtig genial. Wow. Ne, das ist ja ein schönes Lithograph hier von Final Fantasy 13 Lightning Returns. Mega, mega. Vor allem, ich verbinde damit auch eine ganze Menge. Ich habe die Entwickler von dem Spiel mal getroffen, auch zwecks Interview für die Nautilus, für die ich mal geschrieben habe. Da blende ich jetzt mal ein Bild ein, wo ich neben den Entwicklern stehe. Auch richtig nette Menschen, war ein sehr schönes Interview. Könnt ihr übrigens auf shortreview.de auch inzwischen lesen. Ja, Wahnsinn. Aber das ist, das bereichert meine Sammlung mega. Also das ist ein richtiges kleines Schätzchen. Und auch das hier ist ein Schätzchen. Das Poster ist, glaube ich, das neue Poster, was auch bei der Blu-ray oder bei denn das oder vom neuen Blu-ray-Cover. Mega. Red Sonja, Brigitte Nielsen, Arnold Schwarzenegger. Einfach nur mega. Ja. Das. Wow. Ich bin völlig geflasht. Ja. Das ist echt ein Wahnsinnspaket. Das ist eine mega Überraschung. Ja, wie gesagt, auch die Goodies dabei. Und ich weiß, ich muss jetzt was. Ich muss es toppen können. Ich muss was packen ins Paket. Mal sehen. Er wird es vielleicht sicherlich auf seinem Instagram-Kanal dann ein wenig zeigen. Also ich verlinke den Instagram-Kanal vom lieben. Den Instagram-Kanal vom lieben Manuel. Den verlinke ich hier. Und ich verlinke noch einen anderen Kanal. Einen, den ich selbst eröffnet habe, der noch nicht so groß ist. Aber ich möchte von Zeit zu Zeit eben halt gerne diese ganzen Promo-Sachen dokumentieren und habe dafür Games Promo Archive, dem Instagram-Kanal, eröffnet. Und den Link findet ihr auch. Und da werde ich dann eben halt eigentlich nur die Fotos davon zeigen und ein paar Fakten auflisten, also keine Spieleinhalte oder sonst was, es sei denn, es ist irgendwas Spezielles noch als Info zu geben, aber ganz simpel mal, damit ihr sehen könnt, wie sehen die Promos aus und auch Promo-Merchandise und so weiter. Das wird ein spannendes Thema. Ich freue mich dabei, das demnächst auch, das zu erweitern. Wie gesagt, es ist noch in den Anfang schon, aber der Link ist dort unten in der Beschreibung und ich freue mich über Follower, damit ich ein bisschen sehen kann, ob es spannend für euch auch ist. Ja, das soll es auch gewesen sein. Ich danke dir, Manuel. Danke, danke, danke. Das war ein tolles Paket. Das hier, Hammer, Hammer. Ich bin völlig begeistert. Auch hier The Ring. Ich muss zugeben, das Original habe ich nie gesehen. Obwohl ich diese Sachen mag, ich bin bei Horror immer ein bisschen sehr zurückhaltend. Das ist so meine Art. Abgesehen von Resident Evil Spielen, bin ich bei Horror und Silent Hill Spielen und so weiter, bin ich bei Filmen und so weiter immer ein bisschen, zurückhaltender. Aber The Ring, das hat schon Kultcharakter und das gehört zu den Horrorfilmen, die man inzwischen gesehen haben muss. Ja, vor allem das Original. Alles klar, das war's dann auch. Liken, teilen, abonnieren und ich freue mich über Kommentare. Sagt mir, wie findet ihr diese Schätze, die er mir gegeben hat. Wahnsinn. Also, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.